Bitte begrüßen Sie Dr. Marc Benecke. Herzlich willkommen. Herr Doktor, herzlich willkommen. So, ja, Sie waren ja schon öfter hier. Muss ich also den Leuten nicht erklären, dass Sie tatsächlich promovierter Kriminalbiologe sind. Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Sie waren aber jetzt überall im Fernsehen zu sehen. Im Zusammenhang mit dem mysteriösen Tod von Michael Jackson. Als Fachexperte habe ich Sie überall gesehen. Was konnten Sie dort weiterhelfen? Ja, oder? Da waren immer am Anfang nur so Bilder aus dem Schlafzimmer und da standen so merkwürdige Substanzen rum. Und wir haben dann erklärt, dass er Multitoxikomaner, also viel drogenbenutzender, drogenabhängiger war. Und am Anfang wollten es keine glauben, weil Michael hat keine Drogen genommen. Aber dann haben wir erklärt, dass das die stärksten Drogen sind, die es auf dem Planeten überhaupt gibt. Und dann langsam sickerte das über die Tage doch ins Bewusstsein der Menschen. Aha, okay, tatsächlich. Dann haben Sie es schon vorher gewusst. Nee, erst nachdem ich die Bilder gesehen habe. Ich wusste das vorher nicht. Nee. Ah, okay. Jetzt haben Sie aber ein Buch geschrieben, was sich nicht mit Kriminalbiologie beschäftigt, sondern... Mit den Spaß-Nobelpreisen, die wir einmal im Jahr verleihen, vor den echten Nobelpreisen, an echte Forscher, die kriegen die. Spaß-Nobelpreise. Spaß-Nobelpreise oder Ig-Nobelpreise. Ig-Nobel heißt unwürdig eigentlich, aber die sind gar nicht unwürdig. Die hören sich nämlich nur lustig an, die Forschungsergebnisse, wo wir hier auch schon einige ausgebreitet haben, zum Nachkochen. Sind aber wissenschaftlich fundiert und insofern auch... Es handelt sich auch um Wissenschaft. Genau, wir sagen erst lachen, dann denken, aber denken soll man dann doch dabei. Also so ist das gedacht. Und wie gesagt, wir verleihen die kurz vor den echten Nobelpreisen und mittlerweile freuen sich die Kollegen auch drüber. Was können wir aus diesem Buch erfahren zum Beispiel? Also die Kernfrage ist, warum man Spaghetti nicht durch zwei teilen kann. So, warum kann man das nicht? Genau, die Kollegen haben sich schon immer als Kinder gefragt, warum Spaghetti eigentlich in mehr als zwei Teile zerbrechen. Können Sie ja auch mal versuchen. Das hier sind zum Beispiel Nummer 13 Spaghetti. Und zwar jeweils ein Ende in eine Hand nehmen, dann so über den schwarzen Dings da halt ein bisschen. Okay. Und dann das ist immer das. Ich wollte mich mal entspannen. Ja, ich halte ihn fest. Ja. Okay. Und dann zerbricht es flutsch. Ne? Das waren also vier Teile. Oder hier sieht man es auch, drei Teile. Aber warum zum Teufel nicht in zwei Teile? Man kann jede Dicke nehmen. Wir haben also hier auch noch, was haben wir hier, Nummer 5. Das ist Wahnsinn. Nummer 1. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Genau. So ist das. Aber sechs Teile. Sechs, ja. Selbst wenn man sie hier zerbricht, man kann Spaghetti nicht, wenn ich versuche, mit Händen ganz nah beieinander. So müsste es gehen. Und das ist aber genau das richtige Experiment. Da sieht man, dass Sie schon ein naturbegabter Forscher sind. Genau, so rum geht es nämlich. Ja. Weil es baut, nein, das ist ernst gemeint, weil es baut sich nämlich eine stehende Welle auf, aber so blitzschnell, also zuerst, das können wir jetzt nicht sehen, bricht es wirklich nur an einer Stelle. Und dann baut sich eine stehende Welle auf und dann wackelt das so lange, bis es eben dazu führt, dass sie sich, dann wieder in fünf Teile hier zerteilen. Ah, okay, das ist jetzt nicht eine Sollbruchstelle, die vom Spaghettihersteller eingebaut wird. Keine Sollbruchstelle. Wobei, das wäre das Nächste, was man mal erforschen müsste. Und das Ganze hat auch eine praktische Anwendung. Und zwar kann man das zum Beispiel beim Brückenbau verwenden. Wenn nämlich Brücken anfangen zu schwingen, wie hier die Tahoma Narrows Bridge 1940, dann zerbrechen die. Bums, und dann fallen alle runter. Hier in dem Fall ist nicht viel passiert. Es ist nur ein Hund gestorben, der nicht aus dem Auto raus wollte, als sein Herrchen die Brücke verlassen hat. Okay. Aber immerhin traurig genug. Und das kann man auch heute noch verwenden, indem man zum Beispiel Hochhäuser baut. Hier ist zum Beispiel eins von diesen ganz, ganz neuen Hochhäusern. Taipei 5001 oder wie heißt das? Ja, genau. 509 Meter hoch, 2004 fertiggestellt. Und direkt während des Baus gab es schon das erste Erdbeben. Und das hat überlebt, weil da eben solche Schwingungsdämpfer reingebaut sind. Und all das kann man davon lernen, wenn man eben einfach ein paar Spaghetti zerbricht. Also da sieht man es schon, es hört sich lustig. Das ist schon mal was. Ach, übrigens, ich habe hier noch, wollen Sie sich wissenschaftlich kleiden? Ich selbstverständlich. Hier, das muss ja mit. Kittel, oder? Zum Beispiel. Kittel ist immer gut. Kittel ist immer gut. Ja, bitte schön, damit wir direkt besser aussehen. Müssen wir durchs Krankenhaus gehen, nicht einfach vorher einen Kittel kaufen. Sind nicht teuer, können Sie in jedem Ausstatter. Dann kriegt man auch dieselben Drogen, wie Michael Jackson genommen hat. Einfach mitgehen lassen. Ne? Ist kein Problem. Ohne Scheiß, wir müssen ins Krankenhaus gehen, einfach nur aus Spaß. Ziehen sich einen Kittel an und laufen einmal so eine halbe Stunde durchs Krankenhaus. Und Sie werden sich wundern, wie oft Sie mit Guten Tag, Herr Doktor angesprochen werden. Das ist das, was ich vormittags mache, falls es Sie interessiert. So. Ein weiteres schönes Forschungsergebnis, was wir hier schon aufgebaut haben, nur damit es hier nicht unnötig aufgebaut ist, hat die Kollegin Rebecca Heul aus England ermittelt. Die hat sich nämlich gefragt, wie parkt man richtig ein? Als Mann und als Frau. Sie ist aber eine Frau. Ich habe auch mal ein Foto hier, glaube ich, ist das hier drin? Ja. So sieht sie aus, die Gute. Sie ist ganz glücklich und hat eine Einparkformel entwickelt. Und dazu muss man nur wenige Dinge ausmessen. Können Sie mir vielleicht kurz mal helfen? Nämlich den Abstand zwischen den beiden Achsen von diesem Auto. Die Achsen? Und den Achsabstand? Den Achsabstand. Okay, der Achsabstand ist 6,5 cm. Genau. Und dann muss man davon die Hälfte nehmen, drei. Und wenn man dann ein recht komplizierte Formel. Nicht ganz, 3,25. Das ist aber hier. Aber Sie sind ja Biologe und kein Kriminalmathematiker. Genau, oder Chemiker oder Physiker oder sowas. Obwohl, naja.
Und wenn man das genau auf die Hälfte stellt, da habe ich die Linie schon mal angezeichnet, dann kann man genauestens errechnen, wie man da reinfahren muss. Auf die Hälfte von was? Auf die Hälfte des Autos, also genau die Hälfte von dem Achsabstand. Ja, die Hälfte muss wo sein? Die muss bei dieser Linie hier sein. Da. Ja, aber die ist ja nicht auf der Straße, die Linie. Genau, wie, die muss man sich denken. Das ist das Problem an der Formel. Aber sie ist Mathematikerin. Das ist, es geht ums Abstrakte. Und wenn man dann zunächst in einem 45-Grad-Winkel, hat sie ausgerechnet, wenn man genau auf der Hälfte zwischen dem Achsabstand zwischen diesem Auto und dem Achsabstand hiervon ist, einschert, dann einen 45-Grad-Winkel fährt und dann das Lenkrad genau rumdreht und nochmal einen 45-Grad-Winkel fährt, dann ist man genau eingeparkt. Das war eine Forschungsarbeit von ungefähr einem Jahr. Und, ja, aber natürlich in der Praxis überhaupt nicht anwendbar, weil da müsste ich ja erstmal auf der Straße aussteigen, messen, so einen komischen Streifen dahin machen, oder? Wobei, vor der eigenen Haustür könnte man mit einer Spraydose das ja sich alles anzeichnen oder so, dann könnte man zumindest vor der Haustür richtig einparken. Es ist eine mathematische Frage, es ist eine sehr theoretische Frage und dafür werden eben Spaß-Nobelpreise verliehen. Und ansonsten haben wir hier noch viele andere. Ein Jahr hat die daran gearbeitet? Ja, ungefähr. Und sie hat sogar für mich nochmal durchgesehen und hat noch sogar einige Fehler in der Formel. Hat sie da in der Zeit Geld verdient oder hat sie von Stütze gelebt? Nee, die arbeitet nebenbei noch an der Uni und hat das vielleicht in ihrer Freizeit oder Mittagspause oder sowas gemacht. Es ging ihr um die mathematische Schönheit. Die mathematische Formel, die Formel steht da drin? Die mathematische Formel steht drin. Wir haben übrigens noch eine schöne Formel. Ja. Für die gab es auch, glaube ich, einen Spaß-Nobelpreis. Und zwar ist das die Eheformel. Wenn man die Eheformel anwendet, kann man genau ausrechnen, und es funktioniert sogar, wie lange die Ehe hält. Ja. Und zwar mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Der Trick dabei ist, man setzt zwei Leute in ein Zimmer und tut dann so, als ob man gerade rausgeht. Ich muss noch mal gerade was erledigen oder so, muss man dann sagen. Mhm. Und dann beobachtet man, wie die Leute sich unterhalten. Und wenn sie aufeinander eingehen und miteinander sprechen oder wenn sie aneinander vorbeireden, dann füllt man einfach die ganzen Werte in die Formel ein und kann vorhersagen, wie viele Jahre die Ehe noch hält. Auch das ein Werk eines Psychologen, eines Mathematikers. Also man kann viel mit Formeln berechnen und vorhersagen. Und jetzt können Sie sich frei noch aussuchen. Wir haben ja noch allerlei Buntes hingelegt, was hier ansprechend aussieht. Ja, ich erzähle dazu, was die Kollegen das hier finde ich sehr interessant hier. Dieses, der Pinguin-Code. Ein Polarforscher, ein Kollege, man darf Pinguine leider nicht anfassen, hat sich hingesetzt und beobachtet, wie Pinguine in der freien Wildbahn koten, also Kotstrahl abgeben. Genau, da ist der Kotstrahl. Und er hat sich gefragt, welche Geschwindigkeit hat dieser Kot? Jetzt darf man die Tiere nicht anfassen. Und man darf halt nichts machen mit denen. Also hat er sich durch Beobachtung hingesetzt und hat erstmal gemessen, wie groß ist der Durchmesser der Analöffnung, wie weit wird das verschleudert, der Pinguinkot, und welcher Druck herrscht da. Und ist er höher als der Druck, den Menschen oder andere Lebewesen ausüben? Und er hat rausgefunden... Ich sag mal vermutlich. Vermutlich. Ja. Der Druck ist höher als bei Menschen. Es entsteht dieses kreisförmige Muster, weil Pinguine ihr Nest nie verlassen. Die müssen immer auf dem Ei sitzen, sonst friert das sofort. Deswegen schleudern die den Kot sozusagen... mit einem höheren Druck als Menschen aus dem Körper. Ja. Und bei Menschen sieht es ja auch zu Hause nicht ganz so aus. Ja. Und dann ist diese Grafik entstanden. Das ist aus der Originalveröffentlichung. Und gibt es auch auf T-Shirts zu kaufen und auch Aufkleber und so weiter. Ja, mittlerweile. Also der Kollege ist ein richtig cooler Mensch. Und auch das war natürlich ein Spaß-Nobelpreis wert. Selbstverständlich. Herzlich willkommen in der Hobbythek. Dr. Benecke, was hast du vorbereitet? Ja, ich habe was vorbereitet. Was ist diese Geschichte mit den Affen? Bei den Affen, das ist die Geschichte hier. Ich tue mir, das ist jetzt Zufall. Also, Britney Spears und Paris Hilton. Ja. Die Affen wurden in einem sehr aufwendigen Experiment, wurden sie daran gewöhnt, mit Kirschsaft zu bezahlen. Also statt Geld, das können die als Währung nicht benutzen, benutzen die Kirschsaft. Mögen die gerne, trinken die eigentlich gerne, aber sie handeln damit auch. Wenn sie was Höherwertiges kriegen, die Affen, dann geben sie einem auch Kirschsaft und kriegen was Höherwertiges dafür. Und es stellte sich raus, was sie sehr, sehr gerne für ihren Kirschsaft einkassiert haben, waren Bilder von prominenten Affen. Also von Affen, die im sozialen Rang höher standen. Ja. Und wenn man die denen vorlegte, haben die dafür ihren Kirschsaft hergegeben und nicht getrunken. Und das erklärt, sagen die Kollegen, die dafür natürlich auch einen Spaß-Nobelpreis kriegen, das erklärt, warum Menschen immer Illustrierte angucken und Promi-Magazine. Denen ist vollkommen egal, was die Prominenten gerade machen. Die wollen die einfach nur sehen. Ja, so ähnlich wie bei den süßen Tieren, die will man auch einfach nur sehen. Und so erklärt sich, wie Illustrierte funktionieren und warum da immer dasselbe drin steht. Ja. Und hier sind zwei Legenden des aktuellen Journalismus dafür. Was Affen für Kirschsaft hergeben, geben Menschen halt ihr Geld dafür her, um einfach wieder mal ein Bild von Paris Hilton zu sehen. Ja, das stimmt. Jetzt bewiesen. Ja, das stimmt auch. Und hier vorne ist eine sehr interessante Geschichte. Genau, das ist diese hier. Getränkeautomaten. Eine erschütternde Sache im wahrsten Sinne des Wortes. Es starben zahlreiche Soldaten unter Getränkeautomaten. Immer nur amerikanische Soldaten, immer nur in Deutschland. Keiner konnte sich das erklären. Oder in anderen Ländern, wo die Amerikaner stationiert sind. Und immer lagen sie mit dem Gesicht nach oben und immer waren sie erstickt. Ja. Und das unter dem
Getränkeautomaten, genauso wie man das hier sieht. Deswegen habe ich auch Trinksprudelwasser drauf geschrieben, weil dann passiert. Und nach längerer Untersuchung wiederum der Fachkollegen, die das dann auch veröffentlicht haben, hier übrigens ein Bild von der FBI Academy, von der echten FBI Academy, auf dem Getränkeautomaten zu sehen, nicht am Getränkeautomaten schütteln. Das ist auch schon die Erklärung. Ja. Und zwar hatte sich rumgesprochen, wenn man fest genug dran schüttelt, was ich nicht schaffen würde, weil ich zu schwach bin, kriegt man ein Freigetränk. Und da die scheinbar die 50 Cent nicht übrig hatten, haben die dann dran geschüttelt. Was sie nicht wussten ist, der Schwerpunkt der Automaten liegt so hoch, dass das dann langsam auf einen herniedersinkt und egal wie stark man ist, die 400 Kilo oder so, die kriegt man nicht gestemmt und am Ende liegt man dann halt immer mit dem Gesicht nach oben und zusammengedrückten Brustkorb unter dem Getränkeautomaten und ist tot. Das Syndrom hat auch schon einen Namen, das heißt irgendwie Softdrink-Getränkeautomaten-Erstickungssyndrom. Ja, viele dieser Geschichten, die wir jetzt hier gehört haben und noch viele mehr stehen in diesem Buch. Warum man Spaghetti nicht durch zwei teilen kann, heißt es. Und andere neue Erkenntnisse vom Spaß-Nobelpreis. Sie werden uns aber weiterhin als Kriminalbiologe erhalten bleiben, hoffentlich. Sehr, sehr gerne, oder? Sehr, sehr gerne. Das nur, damit man auch mal was zu lachen hat. Ja, selbstverständlich. Wie geht für Sie die Woche weiter? Sind Sie morgen schon wieder mit Leichenzugang? Ich fürchte, ich muss noch einen Blutfleck unter meinem Schrank wegputzen, weil wir haben einen Blutspurentatort nachgestellt bei mir im Wohnzimmer und die Assistentin meinte, es riecht so komisch. Ich fürchte, da ist noch was übrig unterm Schrank. Ah, okay. Das ist mein nächstes Projekt. Ja, okay, dann wünsche ich viel Glück dabei. Vielen Dank. Ja, und wenn Sie das interessiert, warum man Spaghetti durch 2000 kann, das neue Buch von Dr. Marc Benecke. Vielen Dank. Ich habe zu Dank. Dr. Marc Benecke. Tschüss.